Ich sah gerade, dass Sie sich abmelden, also wollte ich Ihnen was geben. Ein Begrüßungsgeschenk. Wir verleihen Preise an Angestellte, die gute Arbeit leisten. Oh, merci. Sind ganz nett, es gibt ja sonst keine Boni hier. Ich habe schon ungefähr 11. Oh, bonjour. Natürlich, richtig aus. Nun, Olivier will Sie wohl kennenlernen. Wie aufregend. Suivez-moi. Natürlich. Oberstes Stockwerk, nicht schwer zu finden. Aber der Rest des Gebäudes ist für Neulinge verwirrend. Deshalb hat unser Tool-Team eine tolle Karten-App entwickelt. Auf Ihrem Kommunikator. Ich habe Oliviers Büro schon eingegeben. Das finden Sie leicht. Okay, dann machen wir das Ding mal auf und gucken mal. Olivier ist echt nett, der weiß nicht. Ja? Na, du wirst es schon wissen, Schätzelein. Wir müssen auf jeden Fall in den obersten Stock, also wird es ja schon mal Sinn machen, Fahrstuhl einzusteigen. Das Büro des CCO erreichen. So, B. 15. Etage, das ist wirklich weit oben. Hallo? Hi? Test, test. Funktioniert das Ding? Hier ist John aus der IT. Wir kennen uns schon. Ich habe deinen Animus kalibriert. Ich bin so eine Art Scotty auf dem Abstergo-Raumschiff. Ich mache den ganzen Technikkram. Hast du eine Minute oder... verdammt. Der Tracker zeigt an, dass du auf dem Weg zu Oliviers Büro bist. Okay. Ich piep's dich an, wenn du fertig bist. Ich muss dich um was bitten. Schön, haben wir mal die Skyline gesehen. So, Entertainment Abstergo. Bonjour. Gehen Sie rein. Er erwartet Sie schon. Okay. Trepio. Na dann. Bonjour. Na ja, solange du mir nicht ausdrücklich befiehlst, es aufzugeben, möchte ich unser Flaggschiff nicht gefährden. Edward Kenway ist es. Ja. Aber so hat Hollywood auch einmal angefangen, oder? Mit Piratenfilmen. Douglas Fairbanks, Errol Flynn. Und jetzt haben wir Zugriff auf das echte Material. Oui, oui. Ganz genau. Diese Besprechung, das alles bei der Hand. Irgendwie muss ich gerade an SimCity denken. Oder City 6L, besser gesagt. Die versuchen ja wahrscheinlich gerade die Leute zu überzeugen, dass Piraten cool sind und so. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Okay, ich komme ein bisschen näher. Also, ich habe Ihre Daten überprüft. Ziemlich starker Tobak. Offenbar müssen wir noch ein wenig daran rumfeilen, um es familientauglich zu machen. Geben wir etwa doch die Stimme von James Bond oder so etwas. Mehr Richtung Schürzenjäger. Eine schöne Stadt, nicht? Ja. Der Hauptgrund, warum ich Sie kommen ließ, betrifft diesen Ort namens Observatorium. Er wurde bereits mehrmals in Ihrem Material erwähnt. Und ich möchte Sie bitten, alles daran zu setzen, diese spezifischen Erinnerungen so schnell wie möglich zu finden. Wenn es nach mir ginge, en sans crise, ist die Mühe nicht wert. Aber ein paar hohe Tiere von Abstergo Industries legen viel Wert darauf. Also, folgen Sie allen Hinweisen und hoffentlich können wir da... Oh, das Telefon. Da muss ich rangehen. Wir sehen uns später. Bonne journée. Ich habe kein Telefon gehört. Oui, oui, oui. Tout va bien. Achso, der hat's im Ohr drinne. Was haben wir denn hier? Okay. Na schön. Schön aussieht auf jeden Fall. Schon ein gutes Büro, aber gut, wenn er von hohen Tieren spricht, dann meint er die da ganz oben sitzen und das wird dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, 40. Etage sein oder 50. Kein Plan. Das ist ja noch recht niedrig, aber... Guck mal die Bilder. Der ist auch voll der Piratenfan, wie es aussieht, ne? Scheint wahrscheinlich die Abteilung für Piraten zu sein. Und versucht er irgendwie durchzusetzen, dass das Genre irgendwie damit losgelegt wird damit. Sieht das für Ninjas und Cowboys irgendwie schlecht aus, weil irgendwie, ach bla bla bla, ich hab das ja vorhin gelesen. Ich auch, aber ich hab's schon wieder vergessen. Hi, John aus der IT nochmal. Hast du eine Sekunde? Gut. Joa. Ich setz einen Wegpunkt auf deiner Karte.
Das ist übelst nett. Eine Kollegin von dir ist seit heute im Urlaub und hat vergessen, dass sie mir noch ein Video schicken wollte. Mit allen anderen auf der Etage komme ich nicht klar. Ich habe gehofft, du hilfst mir. Kannst du die Datei von ihrem Computer kopieren und dem Kurier geben, wenn er kommt? Ist ganz einfach. Du gehst nur zu ihrem Animus rüber, loggst dich ein und überträgst die Datei. Easy. Und beeil dich bitte, bevor ich einen Grund finde, dich auch zu hassen. Das scheint ein sehr umgänglicher Mensch zu sein. Erinnerung, nach der Entdeckung sensibler Informationen ist das Edward Kenway-Projekt weiterhin als streng vertraulich einzustufen. Ja, ist ja nicht unwahrscheinlich, dass sich daraus noch ein bisschen mehr entwickelt. So, aber jetzt hier Treppen laufen, habe ich keinen Bock. So, kann ich auch gerade machen. So, hier müssen wir hin. Zum Fahrstuhl, welche Überraschung. Ja, dann machen wir das mal. Ist nicht irgendwie Namensschild oder so, ne? Schade. Naja gut, den kennt man. So, hier müssen wir hin. Ich vermisse irgendwie die Piratengesänge, die hätten sie mal einbauen können als Fahrstuhlmusik oder so, das wäre cool. Die Animus-Workstation oder Workstation, irgendwas. Ich geh einfach mal hin. Salü. Verschlossen. Kein Problem. Das ist der Vorteil, wenn man wie ich Sicherheitsfreigabe Stufe 1 hat. Hast du jetzt auch. Missbrauchen sie nicht. Keine Sorge. Log dich ein und ich führe dich da durch. Okay. So, B. Jetzt musst du den Kern umgehen, um an die Daten zu kommen. Wenn du soweit bist, wird dein Kommunikator die Daten automatisch herunterladen. Du musst einen Weg finden, den Kern zu umgehen, um an die Daten zu kommen. Okay. Ich tu mal ganz kurz das Tut öffnen. Ziel, bewege die Daten in eine Endlosschleife rund um die Kugel. Okay. Drehen. So, hätten wir jetzt einmal drehen, bitte? Hätten wir, sehr gut. Du hast es, gut. Jetzt lädt es die Datei runter. Ich habe für alles, was du findest, eine Datenbank angelegt. Geh in den Bereich meine Dateien auf deinem Kommunikator und du wirst sofort umgeleitet. Dort findest du alles, was du hier heruntergeladen hast. Geschützt durch eine Firewall, versteht sich. 23. Dezember 2012. Bericht von Recovery Unit Teamleiter Fischer Case über Subjekt 17. Das Na, den kennen wir doch. Das Subjekt war tot, die Leiche unberührt. Der Todeszeitpunkt wird auf 1 Uhr und 7 Minuten geschätzt. Die Bedingungen für eine DNA-Aufbereitung sind günstig. Wir hatten erst Bedenken wegen möglicher Interferenzen im Gewölbe. Doch dank meines sehr talentierten Teams konnten wir einige sehr hilfreiche Daten bergen. Ich habe den Rucksack des Objekts gesichert und einige interessante Gegenstände entdeckt, die zurzeit analysiert werden. Das Objekt hatte Verbrennungen an der Hand, schwer genug, um Knochen zu schmelzen, was auf eine kurze, aber intensive Verbrennung deutet. Ehrlich gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Kopf, Nacken und Torso sind nahezu unverletzt. Handverlesene Agenten nahmen ihm Flüssigkeitsproben ab. Blut und Speichel. Dann begannen wir mit der Materialentnahme und konnten einige beispielhafte Gewebeproben sichern. Die Datenanalyse und Sequenzierung hat bereits begonnen und macht, wie ich höre, gute Fortschritte. Mithilfe der Cloud-Datenbank und der Arbeit von Abstergo Recovery Unit 3 wird das Vermächtnis von Subjekt 17 ungestört als Sample 17 weiter bestehen. Das
So, Obduktionsbericht Subjekt 17. Ein Team zur Probenentnahme beschreibt, wie die Überreste von Subjekt 17 zur Nutzung in Sample 17 Projekt eingesammelt wurden. Ja, das hat man uns eben angeguckt. Gibt's noch mehr, zufällig? Nope, alles klar. Na gut. Hey, du bist ja besser, als ich gehofft hatte, und jetzt im Eilschritt runter in die Lobby, na los. Also, die Datei, die du besorgt hast, du solltest sie dir besser nicht ansehen. Ich meine, du könntest, aber es ist unschön. Sobald du sie abgegeben hast, tu so, als wäre das nie geschehen, okay? Nicht, dass du schlecht träumst heute Nacht. Wie auch immer, der Kurier wartet unten. Und zwar schon eine ganze Weile. Ich muss dich nicht darauf hinweisen, aber nur weil du jetzt die Computer aller Kollegen hacken kannst, solltest du es trotzdem nicht tun. Ich meine, nicht jeden Tag, okay? Aber ganz im Ernst, das ist illegal, sei kein Kollegenschwein, hm? Außer du kannst nicht anders. Der hat irgendwie, hat er eine Panne in der Birne. Ja gut, das hatten wir eben ja schon gesehen, ne? Also was wir nicht ansehen sollen, haben wir schon gesehen. Also, ja, Subjekt 17 war das hier gewesen. Drück nochmal. 23. Dezember 2012. Bericht von Recovery Unit Teamleiter. Ja, gut, das kann ich überspringen, das haben wir schon gesehen. Alles klar, wollen wir sicher gehen. Das andere war ja nur hier unser Ausweis gewesen, glaube ich. Jo, alles klar, okay, dann bin ich nicht zufrieden. So gut, na, dann gehen wir uns mal noch schnell ab hier. Lobby bitte. Ah, das ist das Riesending, echter Eingangsbereich von dem Teil. So. Ging aber schnell. Das halte ich nicht lange durch. Weißt du, dieser Job ist weit unter meinem Niveau. Ja, aber dein Kaffee ist scheiße. Du brauchst noch mehr Übung. Oh, wer kommt denn da? Sie haben's also nicht vergessen. Das ist wirklich sehr unhöflich. Sie haben Rebecca hier fast 30 Minuten lang warten lassen. Inselaffe, sei nett. Entschuldigen Sie, der verträgt seinen Kaffee nicht. Also, wie machen wir das? Datentransfer? Okay, das sollte reichen. Die Quittung kommt per Mail. Bis demnächst. Mach's gut, Sean. Tschüss, ja, tschüss. Oh, erwarte bloß keinen Gratis-Kaffee mehr. Arrogante. Mimimi. Sie ist toll, oder? Was ist mit dem los? So. Gerade kommt die Bestätigung, dass der Kurier weg ist. Hervorragend, du bist ein Wunder. Nein, das ist übertrieben. Du bist kein Wunder. Du bist Angestellter. Tust deinen Job. Aber vielen Dank für die Hilfe. Aber trotzdem, viel Spaß im Piratenleben. Also irgendwie ist der Typ komisch. Sehr, sehr komisch. Gut Leute, dann machen wir zurück in Animus, beziehungsweise werde ich dann erstmal an dieser Stelle hier eine kleine Pause einlegen und mich erstmal verabschieden. Und freue mich aber dann wieder in Animus zurückzukehren, weil das ist dann doch weitaus schöner, spannender und einfach sehr viel prickelnder, als hier in diesem Bürogebäude rumzurennen. Wobei es mal ganz interessant war auf jeden Fall. Aber ich freue mich wieder zurück in die Karibik zu kommen. Diesen Geschichte mit mir ganz schnell von Animus. So. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Folge wieder dabei seid. Macht's gut, Leute. Tschüss.